Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Sternzeichen-Orakel für den März 2020. Ihr bedenkt bitte wieder, es ist ein allgemeines Orakel. Es kann nicht mit jedem in Resonanz gehen. Schaut euch aber gerne auch noch die Legungen für euren Aszendent und für euer Mondzeichen an. Ich wünsche euch viel Spaß und wundervolle Botschaften. Die Jungfrau-Energie für den Monat März. Die Führung, die Refokussierung, die Neufokussierung, okay. Hier kann es sein, ihr lieben Jungfrauen, dass ihr im März in eine ganz neue Richtung gehen werdet, ja, dass ihr hier wirklich auf eure innere Stimme hört und andere Wege gehen werdet, neue Dinge ausprobieren werdet, ja. Wir haben hier die inneren Kämpfe, die Konflikte, das sich dagegen sträuben auch. Wir gucken, was hier noch im Anschluss kommt. Der Winter. Und die Balance. Unter dem Deck haben wir die Schwingung. Okay, also was ich hier, ich meine, der Winter steht ja für mich auch zum Teil für eine gewisse Kälte, für die Erstarrung, ja. Aber hier in Verbindung mit der unteren Karte, mit den Schwingungen, ihr Lieben, die Schwingungen sind so präsent und die sind so stark, die sprengen jede Erstarrung, ja, jeden Frost. Also, hier wirst du vielleicht nochmal konfrontiert mit deinen inneren Konflikten, vielleicht in Bezug auf deine Zukunftsplanung, in Bezug auf gewisse Themen, wo du eigentlich gerne eine neue Richtung einschlagen möchtest, wo du dich gerne deinen inneren Wünschen oder deinem inneren Weg hingeben möchtest und voranschreiten möchtest. Ja? Aber vielleicht sind hier noch gewisse Dinge, die dich halten oder die dich erstarren lassen. Dinge, die hier noch nicht im Gleichgewicht sind. Aber ja, wenn du hier mit der Schwingung gehst, wenn du hier in dich kehrst und guckst, was bei dir los sind, wo diese Konflikte ihre Ursache haben, wo diese Konflikte begraben sind, ja, dann kann man da vielleicht ein bisschen buddeln und dadurch dann weiterkommen. Was steht in der Seelenbotschaft? Welche Entscheidung du auch triffst, sie ist die richtige. Und unter dem Deck, du hast den Schlüssel in der Hand. Ja, also auch hier wieder, du hast sämtliche Möglichkeiten offen, liebe Jungfrau, ja. Verharre nicht zu sehr in gewissen Gedankenkonstrukten eventuell, ja, wenn es hier speziell um eine Person geht oder um eine Thematik, wo du dich vielleicht hier noch nicht raustraust oder wegtraust, dann sei dir zum Ersten darüber bewusst, dass egal wie du dich entscheidest, dass es ein Erfahrungswert mehr ist und dass es richtig für dich ist und gut für dich ist, ja, und des Weiteren die Entscheidung, wie du dann voranschreitest, wie du weitergehst, welche Türen du schließt und welche neuen Türen du dafür öffnest, das liegt alles ganz bei dir. Du hast auch die Möglichkeit hier oder die Chance, aus einer gewissen Erstarrung auszubrechen, ja, weil es ist, das hört sich so klein an, dieses, du hast die Schlüssel in der Hand oder du hast den einen Schlüssel in der Hand. Aber eigentlich ist es eine ziemlich große Sache, weil mit diesem Schlüssel hast du tatsächlich eine ganze Reihe an Türen vor dir, die du öffnen kannst. Vielleicht ist für die eine Tür noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, dafür für fünf andere schon. Also verstehst du, was ich meine? Das ist hier, brauchst du eigentlich nur den Schritt zu tun, voranzugehen, also nur einen Step weiterzugehen, um hier noch mehr in deine Richtung zu kommen, noch mehr auf deinen Weg.
Was teilen uns die Liebesbotschaften mit? Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Vielleicht gibt es hier in deinem Umkreis auch sehr verbundene Seelchen, ja, Freunde, die dich hier unterstützen können in einer gewissen Situation, mit der du am Kämpfen bist. Oder vielleicht handelt es sich hier auch um eine Person, wo du dir noch nicht ganz schlüssig bist, wie, wo, was, warum. Oder ob du hier eventuell mit dieser Person weitergehen sollst oder einen Abschluss finden sollst. Auch dafür steht diese Karte, die heißt, du hast den Schlüssel in der Hand. Du entscheidest, ob du hier ein altes Kapitel schließt oder ob du diese Türe noch offen lässt für eine gewisse Person. Unter dem Deck haben wir Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja, diese Konflikte hier finden sicherlich auch hauptsächlich in deinem Verstand statt, wo du hier nochmal die Erinnerung bekommst, in gewissen Dingen, in gewissen Thematiken ist das Herz, das Bauchgefühl, die Intuition einfach der bessere Ratgeber. Es gibt Sachen, die kann man nicht mit dem Kopf zerdenken, beziehungsweise man kann dafür im Verstand keine Lösung finden. Ja, doch, manche Dinge, da muss man sich echt in seine Intuition reinhören und reinfühlen und gucken, was da die innere Stimme so spricht. Die Entscheidungskarte sagt, zieh es durch. Oh wow, also zieh es durch, liebe Jungfrau. Egal, was du hier vorhast, egal in welche Richtung du gehen willst, zieh es durch. Und hier auch nochmal, egal welche Entscheidung du triffst, es ist die richtige. Auf jeden Fall, na los, diese Chance darfst du dir nicht entgehen lassen. Also du hast zweimal, hast du das Go, in diese Richtung zu gehen, die du vorhast. Ja, oder beziehungsweise, wenn diese Richtung noch nicht vor deiner Nase liegt, dann kommt es jetzt im März auf dich zu. Im Moment eher ungünstig. Geh kein zu großes Risiko ein. Du könntest es rückblickend bereuen. Okay, hier geht es vielleicht um zwei verschiedene Sachen. Ja gut. Balance, Ausgleich. Hier bist du vielleicht noch am Überlegen, wenn du zwei Wege vor dir hast, in welche Richtung du gehst. Du hast dir auf jeden Fall zweimal das Go und für eine Richtung hast du eher nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es steht im Moment eher ungünstig. Okay? Vielleicht muss hier auch noch ein bisschen Zeit ins Land streichen, um dann einen günstigeren Augenblick zu finden. Heißt wiederum, überstürze nichts. Aber dennoch, hier zieh es durch und auf jeden Fall. Also selbst wenn du hier nichts überstürzen möchtest, kannst du trotzdem hier gut auf den Weg kommen, für dich eine Lösung zu finden, ja? Vergiss nicht, du hast die Schlüssel in der Hand. Ganz, ganz wichtig, erinnere dich bitte den ganzen Monat daran. Alles Liebe, ihr Jungfrauen.